Hallo Internets, die Auflösung des Rätsels vom Ende des letzten Videos lautet eine alte Bauernregel. Falls du jetzt noch dranbleiben willst, habe ich ein interessantes Thema, welches dir wahrscheinlich bekannt vorkommen wird und dazu einige Fakten recherchiert. Also unbedingt dranbleiben. Die Rede ist von der mysteriösen weltweiten zweistündigen Downtime von YouTube am Morgen des 17. Oktober und dessen verschwörerische Theorie. Wenn etwas Ungewöhnliches mit einer so großen und viel benutzten Plattform passiert, bleibt das natürlich nicht unbemerkt. Und die Verschwörungsküche kocht ihre Süppchen nun mal genau aus diesen Zutaten. Gerüchten zufolge soll angeblich ein Livestream gezeigt worden sein, auf dem zu sehen war, wie etwas den Mond getroffen und Staub in dessen dünne Atmosphäre katapultiert hat. Der Streamer hat auffälligerweise sogar kurz vorher gemeint, er habe das Gefühl, dass gleich etwas den Mond treffen würde, was dann auch passierte. Woher wusste er das bloß? Das Video bzw. der Live-Mitschnitt war nach der Downtime nicht mehr aufzufinden. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich glaube persönlich nicht daran, dass es diesen Livestream so in dieser Form gab. Denn wenn es ihn gab, war er definitiv fake. Ich habe mir die Mühe gemacht und nach dem vermeintlichen Videomitschnitt gesucht und aufgrund der Twitter-Fotos des angeblichen Livestreams war ich mir sicher, dass ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Heutzutage gibt es ja überall Menschen mit Handys, die alles abfotografieren oder sogar filmen, auch wenn es sich nur um ein verschwommenes Bildschirmfoto handelt. Zum Abgleich hat's gereicht. Ich musste jedoch schnell feststellen, dass das kein Mitschnitt, sondern ein Original war. Denn das Originalvideo ist computeranimiertes Material und kann auf dem Kanal von Abites Sinja seit über einem Jahr angesehen werden. Link befindet sich in der Beschreibung. Unter dem Video gibt er sogar die Open Source Animationssoftware Blender an, mit welcher er diesen Clip erstellt hat. Wenn ich mir seine anderen Werke noch so anschaue, ist das Mondvideo anscheinend sein Meisterstück. Unrealistisch finde ich an diesem Clip lediglich die sich viel zu schnell widersetzende Staubwolke. Bei kaum Atmosphäre und so wenig Anziehungskraft müsste die Wolke theoretisch noch heute zu sehen sein. Es ist zurzeit häufiger der Fall, dass Menschen sich zu Verschwörungstheorien schneller hinreißen lassen als zur eigentlichen Wahrheit. Das allgemeine Misstrauen ist so groß wie nie. Korrupte Politiker, wohin man schaut, Gier nach Geld und die allgemeinen negativen Folgen des Kapitalismus lässt unser Vertrauen in die Menschheit sinken. Es reicht, wenn ein Mensch, dabei muss es heute nicht mal mehr ein Profi sein, eine Sensationsmeldung im Internet platziert, die so aufregend ist, dass sie von vielen sofort für bare Münze genommen wird, weil die Wahrheit lange nicht so aufregend ist wie eine vermeintliche Verschwörung. Ich gehe solchen Theorien leider auch noch zu oft auf den Leim. Wir müssen achtsam sein und alles hinterfragen, erst recht die wachsenden Absurditäten unserer Zeit. Übrigens war bloß eines der 7 besagten Sonnenobservatorien geschlossen. Ohne dieses verschwörerische Detail wirkt die Geschichte auf einmal nur noch halb so spannend. Der FBI-Auftritt diente also bloß der Sicherstellung der Beweismittel, damit selbige nicht vom Täter vernichtet werden konnten. Tja, wenn im nächsten Jahr dann der Upload-Filter kommt, werden auch Verschwörungstheorien abnehmen, denn diese sind ja bekannterweise ein Potpourri aus verschiedenen Inhalten und haben ihren Ursprung nicht bei dem Verschwörungstheoretiker selbst. Bloß die willkürliche Anordnung von Informationen bzw. das Verschweigen und Verdrehen von Fakten obliegt dem gemeinen Verschwörungstheoretiker. Er will ja an der Stelle bloß sowas wie ein Whistleblower sein, für den er sich wahrscheinlich auch tatsächlich hält. Aber wer im Glashaus sitzt, nennt mich Wahrheitssuchender. Wenn du weiterhin meine Videos schaust, kannst du dir sicher sein, so objektiv wie es mir möglich ist, über paranormale Themen informiert zu werden. Honoriere meine Arbeit ruhig mit einem Like und wenn du die Glocke neben meinem Abo aktivierst, verpasst du garantiert kein weiteres Video mehr. Es wäre heute nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht so gewesen, wie es war. Fang bei dir an. Peace, peace.